Yo, servus Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 19 Squadbuilding Challenge Video. Heute mal wieder eine neue Flashback SBC am Start. Wir haben Carlos Tevez, den wir heute abschließen wollen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, labern nicht länger rum und schauen uns die gute Karte mal an. Let's go! So, dann gehen wir mal rein. Wir haben Carlos Tevez, eine richtig geile Karte. Wird auch die erste Flashback SBC, die ich machen werde. Warum ich die genau mache, werde ich euch gleich nochmal genauer erklären. Erstmal wollen wir uns die Karte mal ein bisschen anschauen. Er hat 4 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß, ist 1,71 groß, Arbeitsrate mittelgering. Mittelstürmer hat 88 Tempo, 88 Dribbling, 92 Schuss, 80 Passen, 85 Physis. Ingame-Werte sehen wirklich überragend aus. 99 Schusskraft, gute Antritte, gute Sprintgeschwindigkeit, Schusswerte sind überragend wirklich. Kurzer Pass hat auch 84, also ist auch nicht so schlecht. Balance, Dribbling-Werte, alles überragend eigentlich für eine 90er-Karte, die man, ich denke mal, ich werde den wahrscheinlich meistens als Joker bringen. Kann man den auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Dazu nur 85 Ausdauer, 85 Stärke. Mega, mega stark die Karte, würde ich sagen. Und ja, wieso ich die Karte mache und ja, wie ich sie gemacht habe, darauf gehen wir jetzt mal ein bisschen ein. Und zwar mache ich die Karte vor allem dem deswegen, weil ich sehr, sehr viele Untradable-Karten da in diese SBC verschicken kann. Und weil ich halt, wie gesagt, den gerne als Joker auf die Bank setzen möchte. Ich finde die zum ersten Mal eine sehr, sehr brauchbare Karte, muss ich sagen. Und ich musste einfach nicht sehr, sehr viele Spieler kaufen. Deswegen habe ich mich jetzt da mal entschlossen, die zu machen. Ihr seht schon, hier brauchen wir zwei Argentinier. Ein Spiel aus dem Team der Woche, da habe ich jetzt hier mal den Bamba verwendet, den ich ja untradable gezogen habe aus der Premier League. Also der hat mich schon mal nichts gekostet, der war in einem Team der Woche Set, also im Prinzip hat er natürlich schon mal was gekostet, aber ist jetzt untradable in meinem Verein, ich brauche die Karte nicht, von daher kann ich die wegschicken. Genauso wie den Company, der ist auch untradable, also den musste ich auch nicht kaufen. Und auch hier so ein paar 82er wie Koscielny, die sind untradable. Hier die zwei Argentinier, die wir auf jeden Fall brauchen und ja, das ist jetzt so ein Team, das ich mir zusammengebaut habe, das wird natürlich bei euch so nicht funktionieren, weil ich halt so gut wie jeder Spieler hier Loyalität hat. Bis auf 3 Spieler hier, alle Spieler mit Loyalität. Sprich, das wird bei euch nicht so funktionieren, aber schaut einfach mal, was ihr für Spieler habt. Und baut dann einfach ein Team auf, was die gleichen Ratings hat. Ihr braucht praktisch, wenn ihr es so macht wie ich, einen Spieler mit 85, einen mit 84 und dann einen mit 81, einen mit 83 und Rest alles mit 82. Also, das sollte auf jeden Fall klar gehen. Ist, denke ich, auch nicht so teuer, wenn man das so kaufen würde. Von daher ab dafür. 35k Set nehmen wir natürlich auch hier sehr, sehr gerne mit. Und das werden wir, denke ich, auch bis zum Team of the Year aufsparen, würde ich mal sagen. Und da haben wir dann auch noch ein bisschen was davon. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter. Red Devils ist die nächste SBC, die wir hier machen. Und das Ganze habe ich folgendermaßen gemacht, nämlich mit einem kleinen Mix aus Bundesliga und Premier League. Auch hier ist es wahrscheinlich nicht die allergünstigste Lösung, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich habe hier auch einen Matic beispielsweise als untradable drin. Ich habe einen Lacazette als untradable drin. Hatte hier ein paar Spiele einfach schon im Verein. Naldo habe ich auch mal gekauft, günstig. Genauso wie Müller, die habe ich alle schon vorm Footmas-Event gekauft gehabt als Investitionen und die packe ich jetzt einfach hier rein. Juan Mata, Sergio Roberto und so weiter. Hauen wir hier alle weg. Ribéry und Robben müssen auch im Team sein, damit wir auf ein 85er Rating kommen. Und dann würde ich sagen, schicken wir das Ganze ab. Wir kriegen hier ein Prime Gold Spieler Set, was jetzt auch nicht so schlecht ist, würde ich mal sagen. Und dann öffnen wir dann gleich mal die Sets. Ich würde sagen, wir machen sie einfach auf. Weil es sind nur ein 35k Set und 45k Set, die werden jetzt sowieso nicht so krass sein. Schließen die Gesamt-SBC ab, Rückblick Tevez ist am Start. Und dann gucken wir mal, wie sich die Karte auf jeden Fall spielen lässt. In den nächsten Streams werden wir die auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde jetzt, denke ich, am Samstag wieder streamen. Und dann sehen wir hier zum ersten Mal die Animation. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Sieht wirklich mega gut aus. Carlos Tevez, ich sehe die ja jetzt zum ersten Mal die Animation auf meinem Kanal zumindest. Richtig, richtig nice. Tevez unterschreibt uns die Karte nochmal. Mega, mega gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon, die mal auszuprobieren in der Weekend League. Werde ich auf jeden Fall direkt auf die Bank packen und dann schauen wir mal, wie sich die Karte in der Weekend League so schlagen wird. Packen wir direkt in den Verein rein. Und dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu den Packs direkt.
So, wie gesagt, wir machen die Packs noch auf. 45k-Set und 35k-Set. Let's go. Also 45k-Packs sind ja bei mir sowieso immer sehr, sehr schlecht. Und das wird sich auch hier fortführen. Wir kriegen zumindest mal eine Leinwand. Kolumbien-Stürmer. Oh, das ist immerhin Falcao. Das ist nice. Der hat 85. Und damit auf jeden Fall spielt er mir gut in solche Flashback-SPCs wieder einbauen können, wegen dem guten Rating. Und das ist auf jeden Fall mega gut. Mal gucken, was der aktuell kostet. Dürfte auch auf jeden Fall 10.000 bringen vielleicht. Wir schauen einfach mal, wir stellen einfach mal drauf gleich. Genauso wie Gündogan. Und den Rest packen wir einfach mal in den Verein. Auch den hier haue ich mal noch auf die Transferliste drauf. Und dann geht es weiter mit dem 35k-Set. Mal gucken, wo wir es haben. Ganz am Ende. Auf geht's. Komm schon, mal gucken, wie viel Coins wir hier rausholen aus der SBC. Ich schätze mal jetzt aus dem ersten Pack vielleicht so 14, 15k. Und ja, hier bekommen wir als besten einen 81er Antonio Rüdiger. Von daher brauchen wir uns die Frage vom Gewinn oder Verlust nicht mehr stellen. Also ist natürlich klar, dass wir hier im Endeffekt nicht sonderlich viel Gewinn, sondern einen deutlichen Verlust eigentlich gemacht haben. Na gut, ich habe ein paar Untradables reingeschickt. Von da habe ich vielleicht 50, 60k im Endeffekt für die SBC bezahlt. Wir packen das Ganze hier in den Verein. Rest stoßen wir ab. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende von diesem kleinen Flashback-SBC-Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die SBC auch gemacht habt oder sie noch machen werdet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.